Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu einem neuen Part von Star Stable Online. Ja, im letzten Part haben wir hier das Shopping Center ein bisschen unsicher gemacht. Jetzt müssen wir nach dem Rucksack von diesem Verkäufer hier suchen. Den soll er hier wohl irgendwo stehen lassen haben. Schauen wir uns doch einfach mal ein bisschen um. Wieder einmal die langsame Rolltreppe hier hoch. Yippie, weil es uns Spaß gemacht hat. Und ja, gucken mal, wo wir den Rucksack finden. Dann müssen wir auf jeden Fall noch den Sattel für den James besorgen. Da müssen wir dann bestimmt auch noch irgendeine Aufgabe erledigen. Und. Und ja, naja, gucken wir einfach erstmal, wo sich hier was findet. Irgendwo im Shopping Center soll er den stehen gelassen haben, den Rucksack. Tja, im Moment sehe ich nichts. Da hinten blinkert was. Schild. So, da. Da scheint er zu sein. Super. Haben wir den? Dann können wir erstmal wieder nach unten. Du hast eine Einladung zu einem Reitclub bekommen. Yay, ist ja heute auch nicht die erste. Ach. Nein, sorry, Leute. Das kann auch erstmal weg. Post haben wir. Ja, die habe ich immer noch nicht gelesen. Das muss ich unbedingt noch machen. Aber da wird schon so alte Post mit bei sein, dass es schon gar nicht mehr wirklich relevant ist. Aber ich schaue natürlich trotzdem rein. So, ab ins Bekleidungsgeschäft. Hey. Ausgezeichnet. Du hast meinen Rucksack gefunden. Ha, du errätst nie, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich habe vergessen, die Tür zum Lager abzusperren. Also hätten wir den Schlüssel aus dem Rucksack gar nicht gebraucht. Aber danke vielmals, dass du mir geholfen hast, ihn zu finden. Ja, ja, bitte. Das war trotzdem Glück im Unglück, dass ich vergessen habe, das Lager abzuschließen. Während du meinen Rucksack gesucht hast, habe ich die Bestellung für James geholt. Hier, also, für wen war die Bestellung gleich nochmal? James. Ja, genau. Bist du sicher, dass du nicht zuerst zum Hausmeister hier im Shopping Center gehen solltest? Alle anderen, die die Bestellungen vor dir geholt haben, sind immer zum Hausmeister damit gegangen. Und ich verstehe sie. Diese Lieferung wiegt mindestens 100 Kilo. Und du willst das ganze Zeug doch nicht unnötig herumschleppen. Ja, ja, ich gehe ja damit zum Hausmeister. Mensch, gib einfach her. 100 Kilo Bestellung? Kann ich nicht trotzdem? Nee, ich muss dahin. Naja, gut. So. Abermals, hallo. So, du hast also die Kleiderlieferung für James bekommen. Das ist ganz schön schwer, nicht wahr? Hab ich mir gedacht, alle Lieferungen von James wiegen eine Menge. Ich passe darauf auf, während du den Rest von James Sachen holst. Kein Problem. Ja, pass auf, und du verlierst die dann noch. Könnte ich wetten. So, wo war jetzt dieser Reiterladen? Dort. Okay, dann ab rein hier. Herzlich willkommen in Jorviks größten Pferdeausrüstungsshops. Wie kann ich dir helfen? Die Ausrüstung für James? Ah, du bist hier, um seine Bestellungen zu holen. Schade. Was schade. Ich dachte, ich tue James einen Gefallen. Also habe ich seine Bestellung schon verschickt. Das war gerade vor 5 Minuten. Da hast du wirklich Glück gehabt. Warum freust du dich nicht? Da sparst du dir die Schlepperei. Du bist schon ganz schön komisch. Warum willst du dich so plagen, wenn du dir das sparen kannst? Du hast versprochen, die Lieferung abzuholen, sagst du? Okay, okay. Wenn du dich beeilst, dann erwischst du JB vielleicht noch, bevor er vom Shopping Center wegfährt. Wer JB ist? Das ist der Chauffeur, der die Lieferung nach Silverglade fährt. Er bleibt immer noch auf eine Tasse Kaffee, bevor er sich wieder mit seinem Lieferwagen auf den Weg macht. Geh gleich ins Café, hier im Shopping Center. Dann erwischst du ihn vielleicht noch. Tschüss und bis bald. Ja, na schönen Dank auch. So, JB, wo ist das Café? Da ist das Café. Und ich sehe es da auch grün blinken und ich sehe es da auch orange blinken. Gut. Stopp! Warte hier! Ein paar Schritte zurück! Lass JB in Ruhe seinen Kaffee trinken, bevor er sein Leben wieder auf den Straßen von Jorvik aufs Spiel setzt. Oh Gott, noch so ein Möchtegern. Psst! Das hier ist kein Kaffee. Das hier ist Tee. Alle beruhigen sich. JB ist hier. Alles ist in Ordnung. Weißt du, was der alte JB zu sagen pflegt, wenn sowas hier passiert? Wie? Du weißt nicht, wer JB ist. Das bin doch ich! Wie heißt du? Willow? Naja, das spielt ja auch keine Rolle. Ich habe einen Auftrag für dich. Hol mir Kaffee mit Milch. Vergiss bloß die Milch nicht. Boah, sind die alle fotzig, ey. Ja, hallo. Hast du mal einen Moment? Hast du Lust, mir mit einer Sache zu helfen? Ich würde nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre. Danke. Also, es ist so. Nicht alle Kunden, die hier im Café etwas bestellen, setzen sich ordentlich an einen Tisch, wie es sich gehört, sondern nehmen meine Teller und Becher und stellen sie irgendwo im Shoppingcenter ab. Nun habe ich fast kein Geschirr mehr und ich kann hier nicht weg, um die Sachen zu holen.
Es kommen andauernd Gäste, um die ich mich kümmern muss. Könntest du eine Runde im Shoppingcenter machen und das Geschirr, das du findest, zurückbringen? Ja, kann ich machen. Wenn ich dann auch einen Kaffee mit Milch für den JB da bekomme. So, da blinkert's. Also Geschirr einsammeln. Ein Teller. 6 brauchen wir. Okay. Dann wieder nach oben, weil es so lustig ist, mit dieser lahmarschigen Rolltreppe zu fahren. Ach ja. So, ich habe schon wieder eine Einladung in den Club. Nein, danke, ich möchte in keinen Club. So. Dann haben wir hier einen Teller. Und hier haben wir eine Tasse. Wunderbar. So. Da drüben ist auch noch was. 2 Sachen sogar, so wie es aussieht. Noch eine Tasse. Und toll, eine Tasse im Blumenkübel. Ist auch schön. So, 1 fehlt uns noch. Vielleicht hier unter... Ah, halt da oben, da oben, da oben. Ah, wie komme ich denn da hin? Da ist doch noch zu. Da oben blinkert's. Ah, wie komme ich da hin? Ich meine, ich gucke jetzt trotzdem erstmal hier unten irgendwie. Kann ja auch sein, dass es da oben was anderes ist, was da blinkert. Aber kann ich mir gerade nicht vorstellen. Nee. Hier drinnen blinkert's. Warum blinkert's denn jetzt da drinnen? Überall blinkert's. Okay. Wir haben alle Tassen eingesammelt. Schön. Somit mussten wir nicht nochmal hoch. Blinkert's hier oben jetzt immer noch? Nö. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Wunderbar. Dann Abmarsch durch die Mitte. Also. Sehr gut. Du hast das ganze verschwundene Geschirr hier aus dem Café gefunden. Ja, ich bin toll, ne? So, und jetzt brauche ich aber einen Kaffee. Gib mir einen Kaffee. Wie komme ich denn jetzt an einen Kaffee? Ach, habe ich jetzt dafür einen Kaffee bekommen? Ah, okay. Nee. Kaffee mit Milch. Wo kriege ich Milch her? Ich brauche Milch. Kein Kaffee, keine Hilfe. Hole eine Tasse Kaffee mit Milch für JB. Du kannst ihn im Café im Shoppingcenter kaufen. Ah, hat jetzt doch geklappt oder was? Ha! Nun bin ich bereit. Zeit, sich wieder auf den Weg zu machen. Setz dich hin und halt die Stellung. Wenn ich vor Sonnenaufgang nicht zurück bin, ruf den Ratsmann an. Ich kann nicht mehr lesen, Leute. Wie meinen? Lieferung für James? Ja, selbstverständlich. Die habe ich hier neben mir. Du kannst JB vertrauen. Meine Lieferungen kommen immer an. Vorigen Monat bin ich nur 3-mal von der Brücke in Fort Pinter geschlittert. Neuer Rekord. Grüße James und sag ihm, der alte JB ist unterwegs. Was? Du willst die Lieferung für James übernehmen? Umso besser. Weniger Arbeit für mich. Okay. Nehmen wir die Lieferung mit. Dankeschön. Dann haben wir das auch erledigt. Yippie-yay. Weil ich will hier auch aus diesem Shoppingcenter wieder raus. Das macht mich irgendwie kirre. Ich weiß nicht. Ich fühle mich hier nicht so wohl. Ah, wie ich sehe, hast du die Pferdeausrüstung bekommen, die James bestellt hat. Ich passe in der Zwischenzeit darauf auf, bis du wieder nach Fort Pinter zurückfährst. Bitteschön. Hier hast du beide Lieferungen, die James haben wollte. Komm gerne ins Einkaufszentrum zurück. Aber putz dir vorher ordentlich die Füße ab. Ich kann hier keinen Schmutz gebrauchen. Ich hoffe, du bekommst etwas von James für deine Mühen. Obwohl ich ja ehrlich gesagt nicht daran glaube. Aber dein Busticket hast du ja nun. Du kannst also jederzeit hierher zurückkommen. Auf Wiedersehen. Okay. Mal gucken, wann ich hier wieder herkomme. Ich finde es hier nicht so schön. Ich weiß nicht, diese Rolltreppe nervt mich. Und jetzt fahren wir wieder zurück zu unserem Babygirlchen. Und, ja. Können dann endlich weitermachen hier im Programm. Vernünftige Aufgaben erledigen, hoffentlich. Babygirl, ich hab dich vermisst. Komm, wir gehen dich erstmal füttern und tränken. Ach ja. Nee, also ich bin froh, dass ich aus diesem Shoppingcenter wieder raus bin. Ich fand es da echt nicht so schön. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um unsere kleine Schnecke hier. So. Naja, kleines Gut. Sie ist ja schon ziemlich mächtig. So, bitteschön. Einmal Heu für dich. Und dann bekommst du auch noch einmal Wasser. Bitte, lass es dir schmecken.
Wunderbar. Und dann ab zum James. Und den sein Portemonnaie, das müssten wir ja auch noch irgendwie finden. Also haben wir hier auf jeden Fall noch eine Aufgabe vor uns. So. Zurück zu James. Hallo, Willow. Na, wie ist das gelaufen? Super. Sowohl Kleider als auch Pferdeausrüstung. Die werden sich wie die warmen Semmeln verkaufen. Belohnung? Wie? Habe ich dir eine Belohnung versprochen? Nee. Da hast du dich wohl verhört. Okay, okay, ist ja gut. Du sollst was bekommen. Mal sehen, was wir hier in dieser Kiste haben. Hier, das ist doch ein tolles Geschenk. Das wird wunderbar zu dir passen. So, und jetzt muss ich die Geschäfte warten. Was haben wir denn hier? Ah ja. So, dann machen wir mal Babygirls schönes Blümchen rein. Schick. So. Eine fruchtige Spur. Gut. Willow, das ist echt uncool. Wir können hier einfach keinen Dieb gebrauchen, der Sachen von anderen Leuten stiehlt. Wenn das die Touristen mitbekommen, sind sie schnurstracks weg und ich verliere mein Geschäft. Das ist ein Desaster. Ich muss sofort die Polizei anrufen. Wo ist mein Handy? Ich bin mir sicher, dass ich es hier hatte. Weißt du, was das bedeutet, Willow? Jemand muss auch mein Handy genommen haben. Warte mal, was ist das? Sieht aus wie ein Stück Banane. Ist da nicht noch ein weiteres Stück? Ja, oder? Sieht aus, als ob der Dieb Früchte mag. Damit wird er aber nicht mehr lange durchkommen. Da du mir deine Hilfe angeboten hast, kannst du der fruchtigen Spur folgen. Okay. Das heißt, ich soll jetzt bitte genau was tun? Ach so, ich soll... Ah, hier der Bananenspur soll ich folgen. Okay. Dann machen wir das doch. Da hinten glitzert es wieder. Ich bin ja gespannt, ob das wirklich jemand geklaut hat oder ob er es nur irgendwo hat liegen lassen. Aber wer soll denn bitte mit Früchten irgendwie... Da müsste hier ja irgendwo ein Äffchen versteckt sein oder so. Oh, da. Einmal rum, Babygirl. Da geht's weiter. Schwuppdiwupp. Und einmal im Kreis. Yippie-yay, weil es uns Spaß macht. Und wieder zurück. Ach, Mann, Mann, Mann. Ah, da im Baum sitzt wahrscheinlich irgendein Tier oder was? Nee. Hm. Ein Äffchen, Tatsache. Wie süß. Hallo Äffchen, muss ich jetzt mit dem reden? Du bist der Fruchtspur gefolgt und direkt vor dir ist ein Affe. Ja, nee. James' Handy befindet sich direkt vor dem Affen. Könnte es vielleicht sein, dass dieser freche Affe auch James' Portemonnaie hat? Als du das Handy aufheben willst, springt der Affe rasch zurück und läuft davon. Am besten folgst du ihm, damit James irgendwann seine Sachen wiederbekommt. Okay. Oh Gott, ein Rennen wird es jetzt? Ach, du liebes Bisschen. Wo ist denn der Affe? Ich sehe den gar nicht. Da, 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 er läuft. Da läuft er, da läuft er. Oh Gott, jetzt hier auch noch die Treppe runter? Ernsthaft? Was? Wo ist der Affe hin? Ich kann bestimmt ein Auge auf ihn werfen. Was? Lass mal deine Augen lieber drin, ne? Komm schon. Oh, also hier die Treppe runter, das macht nun echt keinen Spaß, ne? Da ist der Affe, ich sehe ihn. Ist schon ein bisschen umständlich. So. Hui. Komm schon, Äffchen. Komm schon, Äffchen. Na los, zeig mir, wo du die Sachen alle versteckt hast. Dein Diebesgut. Wo ist es hin? Da ist er. Der freche Affe. Oh Gott. Wie umständlich. Oh, muss ich jetzt ernsthaft wieder hier runter? Oder was? Oh, ich muss da genau durchreiten. Mein Gott, sagt mir das doch einer. Oh nein, die Zeit. Die Zeit. Ich habe völlig vergessen, dass es hier nach Zeit geht. Oh nein. Okay, nochmal neu. Oh, und dann wieder diese blöde Treppe da runter. Na los, Babygirlchen. Und der Affe gehört bestimmt zu diesem Mädchen da. Könnte ich wetten. Da steht nämlich noch ein Affe. Das ist wahrscheinlich derselbe, dem ich hier gerade hinterher renne. Okay.
Dann runter hier. Also diese Treppe hier in einem Rennen runter, das ist ja vielleicht ein absoluter Scheiß. Also sorry, aber wer denkt sich denn sowas aus? Oh Mann. Die hält halt ganz schön auf und runterspringen kann ich ja nicht einfach. Sonst bricht Baby Girl sich hier alle Knochen. Und das muss ja nun nicht sein. Aber wir haben auch nicht mehr... Achso, gut, ja, hier war ja ein Pfeil. So, okay, jetzt aber ordentlich hier. Jetzt kennen wir ja den Weg. Schwupp. Hinterher dem Äffchen. Und dann ziehen wir ihm die Ohren lang. Guck, ich meine, schaut mal rein. Theoretisch bin ich schneller als der Affe. Aha. Wie gesagt, jetzt kennen wir ja den Weg. Ach, komm schon. So. Ich weiß, ich stelle mich an wie ein Depp gerade, aber ist egal. Du hast das Rennen erfolgreich absolviert. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Oh, Mann. Diggory, was ist passiert, mein Junge? Was ist das? Oh, mein armes Herzlein, es tut mir so unglaublich leid. Wirklich, ich dachte, ich hätte dem kleinen Diggory beigebracht, dass man Dinge, die einem nicht gehören, nicht einfach so nehmen darf. Aber leider neigt er dazu, ein kleines, freches Äffchen zu werden, wenn ihm langweilig ist. Oh, welche Schande, Engelchen. Ich habe doch glatt vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Isabel Fick. Ich bin dabei, einer der besten Straßenmagier aller Zeiten zu werden und hoffentlich bald auch Lehrling vom großen Idris. Tada! Ob ich mich mit dir... ob ich mich mit richtiger Magie auskenne? Oh, du kleines, süßes Herzchen, natürlich nicht. Außerdem gibt es so etwas wie die richtige Magie nicht. Straßenmagie dreht sich einzig und allein um das Erschaffen von Illusionen. Ich versetze dich einfach in den Glauben, etwas Magisches gesehen zu haben. Aber in Wirklichkeit ist das alles nur ein spaßiger Trick. Ich träume davon, irgendwann zusammen mit dem größten Meister der Straßenmagie zusammenzuarbeiten. Mit Idris. Hast du schon einmal von ihm gehört? Aber oho, was für ein wunderschönes Pferd du da hast. Baby Girl, was für eine Schönheit. Hast du etwas dagegen, wenn ich es kurz streiche? Oh, was für ein süßes, flauschiges Mähnchen du hast. Liebling, warte, ich habe vergessen, nach deinem Namen zu fragen. Ist die irgendwie komisch? Ja, irgendwie ist sie komisch. Entzückend, ich liebe deinen Namen. Du und Baby Girl, ihr habt tolle Bühnennamen. Ich kann es förmlich sehen. Sehr geehrte Damen und Herren, begrüßen Sie recht herzlich unsere fabelhafte Velo und Ihr großes und mutiges Baby Girl. Liebling, ich bin so unglaublich vergesslich. Verzeih mir, du hast gesagt, dass Diggory etwas von einem Freund genommen hätte. Handelt es sich hierbei eventuell um dieses Portemonnaie und Handy? Oh ja, da sind sogar noch mehr Sachen. Wie unfassbar peinlich. Das ist ein Ausweis von einem Sicherheitsmann und noch ein paar Schlüssel. Hör mal, sei ein Schatz und bring die Sachen zurück zu den rechtmäßigen Besitzern. Wärst du so lieb? Hab Dank, kleine Fee. Lass sie bitte wissen, dass es mir aufrichtig leid tut. Küsschen. Oh Gott, ist das eine anstrengende Frau. Aber okay. So, der Schlüssel kommt garantiert zu unserem hier obersten Offizier. So. Bitteschön. Was haben wir noch? Ach ja, die Sachen von James noch. Und hier auch noch irgendwas. So, bitteschön. Und dann müssen wir auf jeden Fall zu James ihm seine Sachen noch wiedergeben. Wo ist er denn? James, da bist du ja. Hier, guck mal, was ich hab. So. Das war's? Muss ich jetzt wieder zu ihr, oder was? Ja, sieht ganz danach aus. Kommen wir hier rüber. Wah! Ja, geschafft. Huhu. Gut. Dann reden wir jetzt nochmal mit der komischen Trulla hier. Hey, ich danke dir, mein Kind. Oh je, ich bin immer noch ganz verrückt nach Baby Girl. Du bist mit deiner liebreizenden Mähne und diesen atemberaubenden Augen das allerschönste Pferd, welches mir je begegnet ist. Ja, schön. Aber ihr Lieben, ich mache an dieser Stelle jetzt hier erstmal einen Cut. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und bis dahin sage ich, wie immer, tschüss.